So, liebe Zuschauer und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Der dunkle Sturm. Wir sind wieder da in Folge 82 natürlich. Immer diese Zahlendreher im Deutschen. So, unser Protagonist hat sich gerade hinter der Säule versteckt, denn er hat Angst vor der nächsten Folge. Es könnte sein, dass wir heute schon große Final-Action machen. Ich habe gerade extra schon gespeichert für den Fall, dass irgendwas schief gehen sollte. Denn der nächste Kampf gegen den anderen Gehilfen, gegen den Rothaarigen, der wird nochmal eine Menge härter. Das kann ich euch sagen. Und so, also wir sind oben. Gibt es hier noch irgendwo ein paar Items? Nee, schade, scheiße. Da bin ich, Jungs. Na, was macht er jetzt? Rufus! Meister? Wie konnte dieses Kind alle unsere Verteidigungslinien durchbrechen? Was hat das zu bedeuten? Auf der anderen ist kein Verlass. Ich übergebe dir diese Verantwortung, dich um dieses Kind zu kümmern. Hi, Kumpel. Du hast es endlich geschafft. Meister Phrenos ist außer sich vor Wut. Ich dachte mir schon, dass wir uns eines Tages im Kampf gegenüberstehen. Doch ich hatte gehofft, wir würden uns unter anderen Umständen wieder begegnen. Unser Kampf wird unbefriedigend und ohne Bedeutung sein. Dies wissend, willst du mich trotzdem fordern? Yeah, ich will. Fein, ich verstehe. Doch erwarte keine Gnade. Das ist meine Philosophie. Let's grovel! Kryptovorstand Rufus. Mit seiner coolen Klamotte da, Alter. Hier richtig voll der sexy Mantel. Ninjask und Voltenso. Hat da mal schönen, schnellen, sehr schnellen Beginn hier. Ninjask ist natürlich jetzt ein hartes Pflaster. Oh, wobei, aber Blitzer ist ohne, geht eigentlich. Oh, gleich das erste Krypto-Pokémon ist dabei. Voltenso, cool. Oh, wenn es jetzt schon Mega-Voltenso gäbe, ich würde gegen Blitzer tauschen, Alter. Auf jeden Fall. So, jetzt die Frage natürlich, wie viel hält der kleine Voltenso aus? Ich habe keine Ahnung. Ich paralysiert erstmal mit einer Stachelspore. Und du kriegst erstmal einen Dörner-Blitz um die Ohren. Aero-Arsch und tschüss, Kapels. So viel dazu. Ja, okay. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hätte ich eigentlich wissen müssen, ja. Mach ich nice. Titan, du kannst hier bestimmt was rocken, Alter. Let's go then. Alter, guck mal, wie kleiner Michael dagegen aussieht, ey. Oh, du hast Blitzfänger. Ih, du bist ja ekelhaft. Critical Hit. Ja gut, reicht ja zum Fangen auch aus. Alter, der war gut, der Critical. Krypto, oh nein. Ih, geht daneben. Temposchub erhöht sein Init. So, Titan macht mal Felsgrab und Blitzer wird jetzt mal den Fangknopf drücken. Ich würde natürlich gerne andersrum machen wollen. Falls aber Voltenso jetzt mit den HP nicht drinne bleibt, dann kann ich immer noch auf Felsgrab setzen. Na, Krall bei uns, du bist down. So, eins. Oh, direkt ausgebrochen, scheiße. Schade, das Pokémon hätte es fast gekrallt. Ninjask vergräbt sich, wie bitte? Oh, jetzt wissen wir endlich, was Krypto-Retour ist. Und? Oh, holy shit, Alter. Was war das denn? Oh, er macht sich Rückstoß. Das ist uncool. Oh, Ninjas ist jetzt natürlich down. Und sein Tempo schüt. Oh, nee. Uncool. Das ist jetzt echt nicht Schnafte. So, ich gehe mal davon aus, der Schaufler geht auf Titan. Würde ich einfach mal vermuten. Blitzer... Kann ich mir nicht vorstellen. Der andersrum wird klüger. So, ich versuch's mal nochmal mit dem Hyperball. Vielleicht bleibt da jetzt drin. Immer ist er jetzt rot. Swim. Bitte bleib doch im Ball. Das wäre nicht wirklich so schön. Wie überall. Dankeschön. Voltenso wurde gefangen. Okay, eine Gefahr schon mal weniger. So. Butalander! Oh! Oh, das ist ein Krypto-Pokémon, Leute. Oh ja, das will ich im Team haben. Oh, Butalander ist so cool. Und er hat auch noch Bedroher in der Tasche. Schutzschirm. So, Ninjas Schaufler und der geht daneben. Trololo. So, er boostet sich schön bei der Innet. Das bringt mir überhaupt nichts, weil wenn ich ihn aus dem Schaufeln getroffen kriege, bringt mir das überhaupt nichts. Deswegen würde ich sagen, wir greifen Butalander jetzt an der Stelle mal an. Mit einem Felsgrab. Das sollte auf jeden Fall aushalten. Das war Level 50! Krasse Scheiße, Alter. Das Ding ist richtig übel. Und was mache ich jetzt damit? Ich mach mal erstmal... Ninjas macht ja jetzt ja nicht so viel Schaden.
Weil der Schaufel, den kann ich jede Runde mal abwehren. Deswegen mach ich erstmal eine Donnerwelle auf den Brutalander. Vielleicht ist er ja paralysiert und greift hier an. Das wäre ganz schön. Erstmal gefrisselt. So, das Paralysiert greift eventuell nicht an. Finde ich schön. Kryptoschlag, er greift trotzdem an. Hahaha, und tschüss Blitzer. Titan macht sich aber hier gerade ganz solide. Er kann immer halt jede zweite Runde mal den Schaufler abfangen, weil unser PC zu blöd ist, um da zu lernen. So, und ich würde sagen, wir machen mal Kasu raus. Einfach nur, weil ich den Bedroher rauskriegen will. Dann ist nämlich der Brutalander leicht entschärft und Ninjas ja sowieso, weil der Schaufler ist. So, Bedroher senkt den Angriff auch bei Schaufeln in Pokémon. Finde ich ganz witzig. So, und jetzt lass mal hoffen, dass er vom Felsgrab nicht drauf geht. Aber, ja, nach dem Bedroher definitiv nicht. Fällt mir jetzt gerade erst ein. So, die Init sinkt, ist mir eigentlich relativ egal. Seine Init erhöht sich, ist mir auch egal. So, ich nehme jetzt den Schaufler mal einmal in Kauf und mache mal Ninjas down. Einfach mal so. Und bei dir mache ich jetzt mal... Ich mache mal Biss gegen Brutalander. Wir machen mal so ein bisschen Flinch-Taktik. Vielleicht klappt's ja. So, Schaufler, das sollte auf jeden Fall aushalten. Ja, ist zwar vielfach effektiv, aber... Ja, Ninjas ist halt unglaublich schnell, aber hat sonst jetzt nicht so die tollsten Werte. So, der Biss. Mal gucken, vielleicht kriegt er Flinch oder Paralyse. Das wäre ganz nett. Wäre ganz angenehm. So, und ein Felsgrab. Und der sollte Ninjas auf jeden Fall killen. Das Käferflug ist vielfach anfällig. Tschüssikowski. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich Brutalander natürlich hier irgendwie vom Feld kriegen, weil das ist natürlich ein harter Brocken hier. Ein Drachenflug-Pokémon. Das ist was wie Dragoran, der... Oh Gott. Ich möchte mal Reiser gerade da haben. Aus Schreck zurück. Perfekt. So, Überreste greifen. Die Frage ist, was mache ich jetzt schnell gegen Libeldra? Irgendwie muss ich es ja dauernd kriegen. Der hat bestimmt eine Bodenattacke auf dem Lager. Oh Gott, das wird so scheiße. Ich hau mal einen Eisenschweif raus. Vielleicht klappt's ja. Risikotackle. Und das dürfte Kasu jetzt wahrscheinlich ziemlich wehtun. Na gut, er macht sich aber einmal selber Schaden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist leider nicht so viel, wie ich gedacht habe. So, ich versuch's leider mit Biss, weil das ist immer eine schöne Möglichkeit zu schwächen. Schön langsam, schön weit nach unten. Weil Brutalander hat eine sehr schlechte Fangquote. Das wird lange dauern, bis ich das gefangen habe. Bombs! So, eigentlich hätte ich Ninjas am Leben lassen sollen, weil das hätte er halt nicht gemacht. Aber wenn ich daneben einen anderen Kollegen habe, der mir ständig auf den Sack geht, ist das scheiße. Das ist denn nicht so gut. So, ein weiterer Eisenschweif sollte aber ausreichen und hier mache ich nochmal einen Biss. Ah, leider kommt der Risikotackle und das war es dann leider auch für Kasu. Scheibenkleister, nicht cool. So, würde ich sagen, jetzt holen wir mal einen raus, der mit Psycho, Reflektor, was hättest du denn zum Schwächen? Auf jeden Fall ist nichts zum zu einer Arkverwelle vielleicht. Ah, ist doch Verwirrung dabei, ne? Da muss ich aufpassen. Body Slam. Auf jeden Fall holen wir mal Maximops raus. Wir machen jetzt mal ein bisschen defensive Mauer hier. Titan und Maximops sind ja hier die defensivsten, würde ich jetzt einfach mal strikt behaupten. So, Eisenschweif geht natürlich daneben. Haha, ich hab dich so gern. Er kommt natürlich die Paralyse durch und tut mir leider ziemlich weh mit seinem Kryptoschlag. Das ist uncool. Trotz Bedroher übrigens. Ah, das läuft nicht so gut. Er hat jetzt schon mehr Pokémon als ich, glaube ich. Das geht ziemlich in die Hose. Ich versuche ja nochmal einen Eisenschweif und versuche mal einen Body Slam. Ich hoffe, das... Oder wir machen ein bisschen Parafusion. Ach nee, komm, Body Slam. Flammenwurf. Ach du Scheiße. Na ja, gut, auf wen denn? Ja gut, das war sogar vielleicht eine gute Wahl. Alibelda Spezi-Angriff ist eigentlich nicht so gut. Body Slam! Bombs! So, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Das kann man doch schon mal versuchen. Ein Eisenschweif für die... Oh, geht schon wieder daneben. Mann, jetzt kann ich doch nicht auch noch zum harten Gegner oder Pech haben. Das geht doch nicht. Oh, Junge, Mann, das ist uncool. Das kannst du mit mir nicht tun. Dank der Überreste halten wir uns wenigstens ein bisschen im Match hier. So, würdest du jetzt bitte ehrlich treffen und du jetzt versuchst schon mal ein Hyperball zu schmeißen, Timerball, auch mal eine Idee. Ah nee, noch nicht, ist noch zu früh. So lange spielen wir noch nicht. So, Snackball, gotta snack them all. Ich wäre dir jetzt super dankbar, wenn du drinnen bleiben würdest, aber ich weiß, dass du das wahrscheinlich... Oh, warte. Oh, geil, yeah. Brutalander wurde gefangen. Schön, aber ich glaube, der hat bloß eine ganz, ganz niedrige Fangrate von 15 bestimmt oder so. Logger, ich glaube, du bist das dritte Krypto, wenn ich mich jetzt nicht irre. Jo, passt. It's a Krypto Pokémon. So, Risikotackle. Oh. Ah, Maximops hält noch aus. Schöne Dengno.
Sully Wilder wurde vom Rückschluss getroffen. Leg mal, hau jetzt endlich mein Eisen. Oh, der trifft dreimal nicht. Blöder Arschloch, Eisenschweif. Gerade jetzt, wenn ich es am dringendsten bräuchte, weißt du? Jetzt kommst du mit so einer Scheiße an. Oh, leck mich doch, Alter. Leck mich doch hart. Soll ich Knogger einfach umbringen? Jetzt steht's 3 gegen 3. Und die Krypto-Pokémon wird mir bestimmt wieder hart wehtun. Eine Aquawelle, vielleicht reicht die ja gar nicht. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Ist immer nur eine 60er-Attacke? Ja. Risikotackle, oh Gott, ich glaube jetzt ist es so dauern. Jo. So viel dazu. Oh, jetzt hätte ich auch langsam echt eine Metallklaue wählen können. Ich bin doch dumm. Das hätte doch bestimmt mittlerweile auch ausgereicht. Hehe. Das Spiel bestraft mich. Und dann bin ich auch noch doof. Das kann doch nicht gut gehen. So, Gardevoir. Blitzfänger kopiert. Na gut, ob das was bringt. Frag ich mal an, zwei Wilden und der Eisenschweif trifft endlich auch mal. Ist ja herzallerfreundlichst. Das sind diese üblichen 70% Trefferprozent Attacken. Die treffen bei mir gut. Deswegen kann ich machen, was ich will. Da kann ich machen, was ich will. Das geht nicht. Lapras, Sakros, du bist auch noch ein Krypto. Oh, holy shit. Oh, wie viel Krypto-Pokémon hat der denn, Alter? Das ist jetzt schon der vierte. Oh, Krypto-Retour. Irgendwas stirbt jetzt. Bombs. Oh, Alter, heftig. Gut will. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Sieht schon ziemlich scheiße aus. Muss ich mal so sagen an der Stelle. Soll ich Knogger einfach mal einen Ball entgegenschmeißen? Ich versuch's mal einfach. Weil dann wäre ich ein Pokémon los. Ich möchte eigentlich nichts töten. Nee, das wäre ja gar nicht so mein Ding. Oh, bitte bleib drin, Junge. Bitte bleib drin, Junge. Bitte. Eins. Zwei. Drei. Ja, Knogger wurde gefangen. Okay, vielleicht kann ich gegen Lapras alleine ja noch bestehen. Kryptowetter. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal kein One-Hit-KO. Das ist schon mal schön. So, ich würde sagen, wir nutzen mal ganz schnell Beleber, ne? Ganz, ganz schnell Beleber nutzen, ne? So, die Frage ist für wen? Ich würde sagen, für Blitzer. Ist schön schnell, kann Donnerwelle, kann mir helfen. Finde ich gute Idee. So, Beleber. Oder Top-Beleber? Ne, den hebe ich mir auf. Den hebe ich mir auf. Blitzer, komm bitte raus. Hilf mir mal kurz mal aus. Blitzer, go, Blitzer! So, jetzt, was machst du für Attacken? Durchsturm. Uncool. Lass mich das bitte überleben einmal. Mit beiden. Oh, ich glaube, das wird Blitzer nicht überleben. Ah, oh, ganz knapp. Geil. So, oh nein, der Regen. Der scheiß Regen. Den habe ich vergessen. Oh, ganz knapp, Alter. 2 HP. Ich raste aus, Junge. So, jetzt müssen wir die Chance nutzen, uns erstmal heilen. Ganz schnell. Ich brauche mal vor den Hypertränken ein paar. Ganz kurz hier mal. So, und Lisa, kannst du hier irgendwas machen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Machen wir auch mal einen Hypertrank. Wie kann ich denn noch rausholen? So, egal, wir heilen uns erstmal. Ich glaube, das bringt gar nichts, weil der Kryptosturm, der macht uns zu viel Schaden. Wir sind ja das Thema sowieso down. Ich müsste erstmal irgendwie aufhalten. Ich muss erstmal... Oh, na okay, das geht aber. Das geht noch. Dann halten wir 2 Runden aus. Naja, okay, mit Wetter? Ja, doch, denk schon. Ich darf nur kein Crit kommen. Ja, doch, halte ich aus. Gerade so. Ah, gerade so, Alter. Ich hätte nicht ein paar Level niedriger sein dürfen. Dann wäre es nicht mehr gut gegangen. So, okay, dann würde ich sagen, ganz schnell eine Donnerwelle raushauen. Und du machst mal einen Donnerwitz. Das hält dir trotzdem aus. Lapras ist sehr stabil. Lapras ist sehr stabil. Du. Thunderwave. Frizzle Mode. So, jetzt auch Dönerblitz drauf. Yeah. Boah, nicht mal die Hälfte. Heftig. Kryptosturm. Yay, das war jetzt wirklich nicht so cool. Bitte kein Doppelkrit. Das wäre jetzt tödlich. Okay, Blitzer hat schon mal überlebt. Und Lisa bitte auch. Oh, okay. Alter, ist das eine fragile Angelegenheit hier. Jeder Treffer könnte der letzte sein. 4 KP, Alter. Blitzer ist so am Limit hier gerade. Ist das krass, Leute. Ist das krass. Ich finde das halt geil an Pokémon XD, dass das halt so fordernd ist. So, ich muss jetzt leider nochmal 2 Hypertränke benutzen. Hilbert, wieso? Hilbert? Ist ja jetzt Lisa ja halt. Ist egal. Wenn halt Lisa halt Blitzer ist, auch egal.
Ist doch Banane. Kannst du auch mal einfach mal paralysiert sein? Wäre mal ganz nett, ne? Nö, hat er keinen Bock drauf. Lapras, nö. In your face. Oh, das war aber mehr als beim letzten Mal. Das ist nicht gut. Letztes Mal halt nur mit 70 HP gehabt. Da gibt der mal... Oh, der Dunkel lichtet sich. Kein Regen mehr. Schön. Ja, das freut mir. Das freut mir. Das könnte ich gewesen. So. Denn Blitzer, dann wirst du noch mal hier... Halt nicht noch so einen Halbgarn-Trank hier benutzen. Nee, war. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ja, nehmen wir halt noch einen Hypertrank. Können wir neue kaufen. So, Lisa wird noch mal einen Donnerwitz raushauen. Sollte jetzt kaputt gehen wegen einem Critical, dann ist das halt so. Ich kann jetzt hier nicht darauf pokern, dass ich jetzt hier auch noch Glück habe. Und das ist ein Critical aus Spiel, leck mich doch. Du bist so ein Arschloch, ne? Ist die ganze Zeit irgendwie so Paralyse beim Gegner? Nee. Ach, dafür kriegst du aber einen Crit. Trollolol. Ach, du blöder Hurensohn. Krypto-Vorstandruf wurde besiegt. Wir haben verloren, aber komplett. 9400 Kröten, 3 Krypto-Pokémon gefangen. Das vierte ist wegen dem Critical leider geflüchtet. Oh Mann, das war so gemein. Das hätte ja so ein perfekter One werden können. Du bist stark, viel stärker als ich erwartet hatte. Wenn du uns immer noch aufhalten möchtest, dann mach weiter so. Doch Meister Phrenos hat unvorstellbar große Kraft. Ich fürchte, du wirst den Mann nicht schlagen können. Der haut einfach ab. Der chillt sich seinen Live so ganz entspannt. Okay, Leute. Boah, wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Part gerade ist. Ach, guck mal, da hinten sind ein paar Analysevideos. Da kriegt ein Xato gerade einen Feuersturm ab. So. Ein Top-A-Label. Very good. Den können wir aber schon brauchen im nächsten Kampf. Oh, 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 oh. Ich glaube, da werde ich vorher noch mal eine kleine Trainingssession einlegen. Weil ich möchte ja auch Brutalanda entkryptonisieren. Das möchte ich gerne nutzen. Brutalanda ist geil. Da kannst du nicht... Kannst du nur schon alles sagen. Ist als dieser 600 Base-Pokémon, Dracheflug. Das ist ein Typ, den haben wir beide Male noch nicht im Team. Das wäre natürlich sehr gut kombinierbar mit Stolos und einem Erdbeben vielleicht. Also ich hätte da richtig Bock drauf. Ich weiß nur noch nicht gegen wen. Das ist die große Frage. Das muss ich noch klären. Mal sehen. So, erstmal gucken, wie sehen denn die Werte aus. Erstmal ganz kurz gucken, wie gut das Brutalanda ist. Da ist es. 50, Alter, richtig übel. Alter, 148 Angriff mit Bedroher. War es natürlich ein hartes Pflaster, ne? Init ist auch ziemlich gut. Verteidigungswerte sind nicht schlecht. Na gut, das ist Level 50, jetzt müssen wir dazu berechnen, ne? Speziangriff ist sogar auch ziemlich gut. Hm, könnte man eine schöne Kombo draus machen. Könnte man aber auch mal einen Flammenwurf beibringen oder so, weil das kann das nämlich auch lernen. Ich hatte früher sogar ein spezielles Brutalanda ausschließlich. Der kannte dann sowas wie Flammenwurf und... Was konnte er noch? Surfer war, glaube ich, noch dabei. Das Ding kann eine ganze Menge speziellen Shit lernen. Knirscher ist noch drin irgendwo. Sind ja alle spezielle Attacken in der dritten Generation. Da könnte man mit den speziellen Angriffen ganz schön gut punkten. Okay, Leute. Ich sage, das war's erstmal für heute. Hier Knogger haben wir auch noch. Kampfknochen. Oh, das ist natürlich gut. Erhöht ja den physischen Angriff bei Knogger um wie 100%. Das heißt, er holt 180 Angriff jetzt. Ist natürlich auf anderen Seiten aber ziemlich verletzlich. Ah, Blitzfänger ist natürlich auch nicht schlecht. Krypto-Ritual ist er nicht. Oh, 120 Stärke, dunkle Rammattacke. Schädigt den Anwender. Genauigkeit 60. Okay, so sowas wie Risikotackle mit schlechter Trefferrate. Okay, Leute. Das war ein harter Kampf, muss ich dazu sagen. Ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal ganz schnell. Hulk mich heilt. Pokémon heile, heile machen. Ja, Hulk, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich habe keine Ahnung, was jetzt... Ich glaube, jetzt müsste das Finale sogar losgehen. Jetzt, glaube ich, ist es soweit. Wir können jetzt hier unten durch und... Dann muss ich nicht nur ein Teammitglied austauschen, sondern sogar noch ein zweites. Ich weiß noch nicht, wer das sein wird. Also Blitzer muss ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich brauche ja jemanden mit Donnerwelle. Das wird ganz wichtig sein in dem Kampf, weil ich will halt viel fangen. Maximops werde ich, glaube ich, mitnehmen. Titan werde ich mitnehmen. Kasu wegen Bedroher. Und ich glaube, Lisa und Chris werden zu Hause bleiben. Ist so meine bis jetzige Tendenz. Weil ich weiß genau, was er für Pokémon hat. Da bin ich mit der Psycho- und Elektro-Kombo nicht so gut aufgehoben. Chris. Ja, der wird da auch nicht viel reißen. Da rennt halt viel rum. Sehr, sehr viel rum, was halt immer Flug ist. Und das ist schlecht. Ganz schlecht für ihn. Weil es ist jetzt nicht so, wie es der Krypto-Pokémon setzen nur Krypto-Attacken ein. Aber es geht darum, er trifft ja nichts richtig effizient. Er kann da wirklich nicht viel reißen.
Das wird vordergründig das Problem sein. Deswegen, ich glaube, die bleiben beiden, glaube ich, zu Hause. Und dann werde ich Brutalander mitnehmen. Und den letzten Slot, das werde ich noch nicht verraten, was ich mit dem letzten Slot mache. Vielleicht errät es ja einer in den Comments. Wir sehen uns im nächsten Part aber auf jeden Fall wieder. Und bis dahin würde ich sagen, unser übles Motto. Also macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.